Hi, ich möchte dir heute eine innovative und coole Marke aus unserem Sortiment vorstellen. Die Rede ist hier von GoSpikes. GoSpikes steht für Innovation, Leidenschaft beim Radfahren und hat sich speziell konzentriert auf sportliche Räder und E-Räder zum Beispiel, wie im Bereich Mountainbike, Rennrad oder auch Gravelbikes. Und ich zeige dir jetzt verschiedene Modelle aus unserem Bereich der Gravelräder. Kommt mal mit. Ghost unterscheidet bei den Gravelbikes in zwei verschiedenen Rahmenformen oder zwei verschiedene Modellarten. Einmal die sogenannte Escate-Serie und die Road Rage-Variante. Die Escate-Variante erkennst du darin, wir haben hier einmal eine neue Rahmengeometrie und vor allem haben wir im Hinterbau den markanten Knick mit drin. Und wir fangen an mit dem Escate-Modell und zwar haben wir hier einmal von Shimano die 18-Gang Sora-Schaltung verbaut. Dazu auch eine mechanische Scheibenbremse von Shimano, die Sora-Gruppe mit dabei. Dann natürlich klar, haben wir natürlich auch eine etwas breitere Bereifung, wenn du wirklich mal abseits der Straße fahren möchtest, mal ins Abenteuer starten möchtest, zum Beispiel also in den Wald, auf den Trails oder ähnliches, hast du auch hier den optimalen Halt. Im Vergleich zum Beispiel haben wir dann hier das sogenannte Escate Essential, ist natürlich dann dementsprechend die etwas wertigere Variante im Vergleich zu dem Escate, was wir da als erstes hatten. Und zwar haben wir dann hier die sogenannte GRX-Gruppe von Shimano verbaut, eine 20-Gang-Kettenschaltung und GRX ist eine spezielle Schaltung, konstruiert worden, speziell für Gravelbikes zum Beispiel. Dazu natürlich auch dementsprechend eine sehr hochwertige Shimano-Scheibenbremsanlage, die wir haben. Und natürlich klar, auch wichtig zu erwähnen, ist natürlich, um auch Gewicht zu sparen, haben wir natürlich eine Carbon-Gabel mit dabei, einfach für noch mehr Leichtigkeit im Gelände, in den Trails oder ähnliches vor allem. Dann natürlich klar, wenn du dann zum Beispiel ein bisschen mehr mitnehmen möchtest oder generell das Rad gerne haben möchtest mit zum Beispiel Schutzbleche, die fest sind oder ein Gepäckträger, dann hat natürlich auch Ghost hier das sogenannte Escate EQ. EQ heißt einfach für Equipment. Das heißt natürlich, wie du hier sehen kannst, Schutzbleche sind mit dran. Wir haben einen Systemgepäckträger von Racktime ab Werk mit dran, wo du in wenigen Handgriffen Taschen und Körbe montieren kannst und auch demontieren kannst zum Beispiel. Dann natürlich auch wieder hier eine hochwertige Sora-Schaltgruppe von Shimano verbaut. Wichtig ist natürlich bei allen Escates-Modellen, natürlich klar, was darf nicht fehlen? Die Option des Bikepackings. Du hast natürlich definitiv die Möglichkeit, wie du sehen kannst, bei dem Rad natürlich verschiedene Anschraubpunkte, um zum Beispiel Taschen, Trinkflaschenhalter oder auch ähnliches zu montieren. Sprich, du kannst auch mit deinem Gravelbike natürlich auch einen richtig schönen Radurlaub machen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel dann das sogenannte Road Rage angucken, kann man schon erkennen, wir haben eine etwas andere Rahmengeometrie, noch ein bisschen dynamischer, ein bisschen sportlicher vor allem. Wir haben natürlich dann eine sehr hochwertige Schaltgruppe von SRAM verbaut, dann natürlich auch hier eine hydraulische Scheibenbremse, dass ich auch wirklich hier vor allem gerade im Gelände vor allem sicher und schnell zum Stehen komme. Auch hier natürlich klar ein bisschen mehr auf Design geguckt vor allem. Wir haben jetzt hier Reifen mit einer sogenannten Classic Skin Wall, sprich natürlich ein bisschen mehr fürs Auge vor allem. Trotzdem hast du auch hier eine vernünftige Möglichkeit, auch mal abseits der Straße zu fahren und natürlich auch mal klar dein Abenteuer im Gelände zu genießen. Das waren jetzt hier vier Highlights aus der Gravel-Serie von Ghost. Natürlich klar, wie anfangs erwähnt, macht Ghost auch super interessant E-Gravel-Räder. Das werden wir nochmal im nächsten Video berichten oder aber auch zum Beispiel Mountainbikes. Und wenn du Lust hast auf ein nächstes Abenteuer im Gelände oder auf Bikepacking, dann komm gerne vorbei, überzeug dich selbst und lass dich beraten oder besuch uns im Netz unter www.radfeld-shop.de. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.